Rumänien ist seit 2007 EU-Mitglied. Für uns Mitteleuropäer ist doch noch vieles unbekannt. Wir kennen Bukarest als Hauptstadt und die Landesteile Siebenbürgen, die Walachei und Moldau. Doch die geschichtlichen Hintergründe sind uns oft bis dato fremd. Doch was ist der Unterschied und wo und wie lebten die Siebenbürger Sachsen? Um dies alles kennenzulernen, reisen wir 10 Tage durch Rumänien. Das Moldau-Kloster liegt etwa 30 Kilometer von unserem Hotel entfernt und ist unser erstes Besichtigungsobjekt. Danach geht es auf der D17 über den Tiuta-Pass durch die Südkarpaten nach Bistritz. Bistritz, wie kann es anders sein, gibt es die evangelische Stadtkirche. Unsere Reise geht danach auf der D15 nach Târgu Mureș. Dort erwartet uns der Kulturpalast und die größte orthodoxe Kirche Rumäniens. Das letzte Ziel des Tages ist die mit 4000 Einwohnern große Ortschaft Basna. Hier im Hotel Casa Basna ist für die nächsten 3 Tage unser Basislager. Ein Blick aus dem Hotelzimmer in der Frühe. Auch im September kann es in Rumänien morgens sehr kühl sein. Nach einem guten und reichhaltigen Frühstück packen wir wieder unsere Koffer, denn unsere heutige Tour ist wieder anstrengend. Für etwa 5 Kilometer geht es wieder auf die Rüttelstrecke zurück. Der Vorteil der schlechten Straße ist, dass danach jeder heute Morgen richtig wach wurde. Frühmorgens brennen hier noch keine Freudenfeuer, sondern hier werden einfach die Gartenabfälle entsorgt. Diese Unsitte gab es auch bei uns. Einfach eine Feuerstelle bauen und dann im eigenen Garten mit Feuer spielen. Das ist bei uns nicht erlaubt. Inzwischen schon traditionell ist der erste Stopp bei einer orthodoxen, evangelischen oder katholischen Kirche der Besichtigungsstart des Tages. So auch heute. Das Kloster Voronet, das etwa 30 Kilometer von unserem Hotel entfernt liegt, wird angefahren. Die Moldau-Klöster haben alle das gleiche Aussehen. Von außen sehen sie aus wie eine Festung. Der Grundriss ist viereckig. Umgeben ist das Kloster mit hohen Mauern, Wehrtürmen und einem Eingangstor. In der Mitte befindet sich die Kirche. Alle Moldau-Klöster, so auch Voronet, war einst ein Bollwerk gegen die im 15. Jahrhundert vorrückenden Türken. Nach einer gewonnenen Schlacht im Januar 1475 bei Vaslui wurde 1488 das Kloster Voronet erbaut, um an den Sieg bei Vaslui zu gedenken. Wegen der kunstvoll und farbenfrohen Außenbemalung ist Voronet ein Publikumsmagnet. Die im Hintergrund verwendete leuchtende blaue Farbe ist als Voronet-Blau bei den Kunstfreunden bekannt. Vorgelagert vor den Klostermauern ist ein eingefriedeter Kirchhof für die Bestattung. Im osteuropäischen Raum erscheinen die Friedhöfe nicht selten wie Parks und weisen einen hohen Grünanteil auf. Die Grabzellen sind meistens als Beet kultiviert und weisen einen gärtnerischen Charakter auf. Das Friedhofsgelände ist meist mit einem Zaun oder einer Mauer eingefasst.
Wir verlassen das Kloster Voronet und unser nächstes Ziel der Besichtigungstour ist die Stadt Bistritz. Wir verlassen das Gebiet Muldau und überqueren die Ostkarpaten. Wir fahren über den 1200 Meter hohen Tiuta-Gebirgspass nach Transsilvanien oder in Deutsch Siebenbürgen. Nach 160 Kilometer und 3 Stunden Fahrt erreichen wir gegen 12 Uhr die Stadt Bistritz. Bistritz ist eine Stadt im Nordosten von Siebenbürgen. Durch die Stadt fließt der gleichnamige Fluss. Bistritz selbst wurde im 12. Jahrhundert von deutschen Siedlern, den Siebenbürger Sachsen, gegründet. Wir stehen vor der evangelischen Stadtpfarrkirche im Stadtzentrum mit dem 75 Meter hohen Turm. Der Baustart wurde im Jahr 1470 begonnen. Während Restaurierungsarbeiten am 11. Juni 2008 wurde der Turm durch ein Feuer schwer beschädigt. Es ist der höchste mittelalterliche Turm Siebenbürgens. Es ist Mittagszeit. Die Entdeckung von Orten wie der mittelalterlichen Stadt Bistritz ist es besser, wenn man zu Fuß geht. Diese Häuserzelle stammt aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Hier unter der Arkade war einst der Getreidemarkt. Die Wohnungen befanden sich im ersten Stock. Das Untergeschoss beherbergt heute noch lokale Geschäfte. Im Anschluss befindet sich ein überdachter Fußgängerdurchgang. Wir nehmen Kurs in Richtung Marktplatz. Der Mann mit der Kamera wartet schon auf uns. Er blickt über den Marktplatz in Richtung Fußgängerzone. Da es Mittagszeit ist, werden wir durch die Fußgängerzone schlendern, in der Hoffnung, wir finden noch etwas zu essen, vielleicht etwas Typisches aus rumänischer Küche. Viel zu schnell verging die Zeit und wir waren schon wieder auf der Straße in Richtung Târgu Mureș. Wie schon in den vergangenen Tagen geht es zügig durch das rumänische Land und durch seine Straßendörfer. Geologen behaupten, die Straßendörfer wären eine reine deutsche Erfindung. Die regelmäßig und geradlinige Form ist ein typischer Aufbau eines Straßendorfes. Die Straßendörfer in Rumänien entstanden in der Zeit der Besiedelung durch die Siebenbürger Sachsen.
Die enge Bebauung entlang der Straße war bestimmt aufgrund der erhöhten Sicherheit notwendig. In dieser nicht gerade friedlichen Zeit. Viele Leute halten oder alle eigentlich halten die alten Traditionen, folgen denen immer noch und sie lassen die Toten noch zu Hause. Öfters hört man Pferdehufe über die Landstraße klappern. Das urige Pferdefuhrwerk hat eine Ladung Holz geladen. In den alten Dörfern haben viele Familien noch ein bis zwei Rösser. Aber ich denke, die meisten hätten lieber einen Traktor im Schuppen. Wir setzen unsere Tour durch Transsilvanien in Richtung Târgu Mureș oder Neumarkt am Mireș, wie die Stadt zu Deutsch heißt. Und wie sollte es anders sein? Wir halten direkt vor der größten orthodoxen Kirche Rumäniens. Neumarkt wurde im Jahr 1300 erstmal urkundlich erwähnt. Die Stadt gehörte zum Fürstentum Siebenbürgen, später zum Königreich Ungarn und damit schließlich zum Habsburger Reich. 1910 waren fast 90% der Bevölkerung Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel der Ort dann wie ganz Siebenbürgen an Rumänien. Neumarkt ist ein idyllisches Städtchen, das sich am Fluss Mureș zu einem kleinen regionalen Zentrum entwickelt hat. Von den deutschen Einwanderern wurden viele der Barockbauten errichtet. Diese prägen vor allem das historische Zentrum, wo die weitläufigen Straßen zum Flanieren einladen. Von der Lordkathedrale laufen wir in Richtung Zentrum, vorbei an Fassaden verschiedener Epochen, vom Barock bis zum 20. Jahrhundert entlang. Entlang der Piazza Tranda Filiero, in Deutsch der Rosenplatz, stehen die vier repräsentativsten Gebäude der Stadt. Dank ihrer Gebäude verfügt die Stadt über ein besonderes Flair, denn sie hat vieles zu bieten. Neumarkt ist bekannt für die Stadtarchitektur mit seinen wunderschön verzierten Gebäuden. Am Ende der Straße am Siegesplatz befindet sich die katholische Kirche Mariae Verkündung. Im Vordergrund steht die Statue von Emil Dandea. Er war Bürgermeister von 1922 bis 1937. Das 1936 bis 1942 erbaute, schöne und große Rathaus liegt am Anfang des Rosenplatzes. Der Verwaltungspalast mit der Präfektur liegt am Rosenplatz und ist das Wahrzeichen der Stadt. 1907 wurde das Gebäude erbaut und der Turm besitzt eine Höhe von 60 Meter. Vor der Präfektur steht eine Kopie der römischen Wölfin. Zum Schluss erscheint der Kulturpalast, gebaut 1911 bis 1913 im ungarischen Jugendstil. Die Außenfassade ist mit bunten Mosaiken verziert. Heute beherbergt der Kulturpalast ein Geschichts- und Kunstmuseum. Nach dem Spaziergang entlang des Rosenplatzes trifft sich unsere Gruppe vor der katholischen Kirche. Unsere Besichtigungstour durch Siebenbürgen ist für heute beendet. Es war ein schöner und sehr interessanter Tag. Rumänien kann den Touristen sehr viel anbieten, egal ob herrliche Landschaften oder interessante mittelalterliche Städte. Wir fahren in Richtung unseres Hotels.
In dieser Zeit kann man die Geschehnisse der letzten Tage sich nochmals an sich vorbeiziehen lassen.